willkommen, ich bin IPNX und das ist Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen weiter. Und zwar haben wir da letztes Mal erfolgreich die Helden 2 und Helden 4 Mission erledigt. Und somit sind wir jetzt erstmal durch hier auf Balmorra und machen uns auf, nein, auf Balmorra, auf Drom und Kaas. Und machen uns erstmal auf den Weg. Ich glaube, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Balmorra. Soweit ich jetzt weiß, ich muss mal jetzt gleich nachgucken. Bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber dann geht's weiter in der Storyline. Da sollten wir jetzt mal langsam ein bisschen was fertig machen. Weil wir haben uns da jetzt mit so einigen Sidequests aufgehalten. Und ja, da wollen wir natürlich ein bisschen jetzt vorankommen. Da gucken wir mal auch direkt in den Missionslog. Und gib mir das Viech auf den Sack, ey, dieser scheiß Droide da. So, der Verdacht, Malawai Quinns Büro. Wo war das denn jetzt? Nach Balmorra, genau. Und da flitzen wir jetzt auch hin. Auf nach Balmorra. Na komm, lad die Sternkarte. Ja, geht doch. Da, Balmorra. Da ist es richtig. Corellia, Manan, Balmorra, Alaran. Da, Balmorra. Da geht's hin. Und so. Na, Post ist nix. Nichts Neues. Na, da passiert nichts. Leuchtet zwar blau, will aber von mir nichts wissen im Moment. Dann gehen wir jetzt mal hier runter vom Schiff und landen mal auf Balmorra. Ich wollte schon sagen, will er jetzt nochmal den Landeanflug zeigen? Ich meine auch dieser Malawai Quinn oder Malawai, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich hoffe, es war richtig. Ich glaube, das wird der zweite Gefährte, den wir bekommen. Oder eher gesagt, der dritte. Weil wir haben ja jetzt noch den Droiden 2V. Keine Ahnung, irgendwas Dingsterbumster bekommen. Also das Ding, was auf dem Schiff ist, was nichts kann eigentlich. Mittlerweile kann es ja was. Als ich mit dem Spiel begonnen habe, war das ein Ding, das konnte gar nichts. Es konnte nicht kämpfen, es konnte nichts. Mittlerweile soll er auch ganz gut kämpfen können. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Da muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe einen Brand in der Bergziege. Ja, komm, jetzt lad doch mal, ey. Weil die Ladezeiten gehen mir manchmal echt mega auf den Sack hier. Ja, geht doch. Mein Gott, er hat ja ewig gedauert. Müssen wir ja rechts rum wahrscheinlich. Ja, das sieht richtig aus. Habt ihr den neuen Trailer gesehen für den Film? Für das Erwachen der Macht oder. Na, wie hieß denn der jetzt nochmal? Boah, mein Gott, ey. Ich bin so ein Riesenfan von Star Wars, ne? Aber ich vergesse jedes Mal so die Namen von den Filmen. Für mich ist es einfach nur Star Wars 7. Aber habt ihr den Trailer gesehen, den neuen? Der ist der absolute Hammer. Gänsehaut pur. Auf jeden Fall. So, Captain Regal. Dann quatsch mal den Mann. Willkommen auf Balmorra, mein Sith Lord. Hoffentlich mögt ihr zerbombte Drecklöcher. Captain Regal, Imperiales Gebietssicherungskorps. Wenn das Imperium eine Invasion startet, sind wir die Leute, die alles klar machen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst schon von der Lage hier auf Balmorra. Ja, was haben wir denn da? Erzähl mir mehr. Es herrscht Krieg, richtig. Kommt zum Punkt.
Ja, komm ihr zum Punkt. Ihr sagt mir bestimmt alles, was ich wissen muss. Während des letzten Krieges ist das Imperium auf Balmora eingedrungen. Aber seitdem stecken wir bloß im Schlamm fest. Der Widerstand glaubt, er kann das Imperium von Balmora vertreiben. Wir sind hier, um das Gegenteil zu beweisen. Wie schwierig kann es schon sein, ein paar Widerstandskämpfern das Handwerk zu legen? Das sind nicht nur ein paar einzelne Kämpfer. Sie sind gut organisiert und bewaffnet. Aber wir können sie besiegen. Die balmoranische Exilregierung bereitet uns unter der Führung von Verteidigungsminister Vol'Argen große Schwierigkeiten. Sie unterstützt den Widerstand. Der Minister ist nicht auf dem Planeten. Aber wenn wir seine Verbündeten brechen, brechen wir auch ihn. Und wenn wir ihn brechen, haben wir auch den Widerstand gebrochen. Warum lässt der imperiale Geheimdienst ihn nicht einfach exekutieren? Ich verstehe, was ihr meint. Den Kopf der Bestie abhacken, um sie zu töten, aber Widerstandsbewegungen sind keine Lebewesen. Wenn wir Argen eliminieren, ist das zwar ein harter Schlag für sie, aber solange seine Machtbasis bestehen bleibt, wird ein anderer Idealist seinen Platz einnehmen. Deshalb muss es ein Kahlschlag sein. Haben wir die Ehre, eure Unterstützung zu gewinnen? Ich werde die Feinde des Imperiums jagen und sie brechen. Es ist uns eine große Ehre, mein Sith Lord. Mein Stellvertreter, Lieutenant Davril, plant die erste Phase der sogenannten Operation Umschwung. Ihr könnt ihn in Zobrik treffen. Er hat einen Plan, um den balmoranischen Widerstand in die Luft zu jagen. Ich denke, er wird euch gefallen. Okay, dann haben wir jetzt auch schon die erste Mission. Oh, Läden. Ich mag einkaufen. Ne, ist nichts zum Einkaufen. Sieht nur so aus. Okay. Schade. Ey, aber auf der anderen Seite kann man irgendwas kaufen. Das will ich jetzt wissen. Willkommen im Kriegsgebiet. Oh, leck mich. Macht euch auf eine holprige Reise gefasst. Raumschiff-Ausrüstung. Euer Geld ist uns immer willkommen. Ich ja mal im, beehrt uns bald wieder. Handelsmarkt nach, was da so drin ist. Ah, da ist schon der nächste Auftrag. Wie heißt er? Griffin Remus, okay. Hey, hey, ihr da. Habt ihr einen Moment? Oh, ihr seid einer von diesen Sith Lords. Ich hab noch nie einen von denen getroffen. Muss ich mich verbeugen oder so? Ich wette, ihr könntet mich zu der Person bringen, die hier das Sagen hat. Wieso sollte das Imperium irgendein Interesse an einem Wurm wie euch haben? Ich bin ein Mitglied des Widerstands. War ich zumindest. Der Widerstand ist tot. Das wissen wir, seit ihr unsere eigenen Droiden gegen uns eingesetzt habt. Ich will nur heil aus dieser Sache rauskommen. Ich habe Informationen, genau hier, wo die Rebellen sind und worauf sie es abgesehen haben. Stellt mich den Oberbossen vor, dann verkaufe ich ihnen den Rest für einen Unterschlupf jenseits dieses Planeten. Vielleicht wäre das Oberkommando tatsächlich interessiert. Darauf könnt ihr wetten. Im Widerstand passiert nichts, ohne dass Griffin Remus davon weiß. Ich glaube, Lieutenant Trishoda kümmert sich um Überläufer. Aber er wurde ein paar Mal angegriffen, also sammelt er keine Leute mehr auf der Straße ein. Wenn ihr ihn überzeugen könnt, dass ich etwas Brauchbares für ihn habe, lässt er sicher einen Finderlohn springen. Okay, damit haben wir die nächste Missionsterminal. Da können wir auch was annehmen. Was haben wir denn da? Vorsicht walten lassen. Nehmen wir auch an. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir hier jetzt kriegen können. Schnellreisepunkt. Ach da. Kurz mal freischalten. So, den haben wir dann auch. Oh, da oben ist noch ein Auftrag. Schalten wir mal kurz hier den Transport frei. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Ja.
Und dann haben wir jetzt hier Geheimdienstoffizier Bredin. Ich habe schon viel von euren herausragenden Leistungen gehört. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einem gelegentlichen Geheimauftrag nicht abgeneigt seid? Einer unserer Offiziere hatte gerade eine unerfreuliche Auseinandersetzung mit einem geschätzten Gesandten und wir müssen die Folgen korrigieren. Warum erklärt ihr mir nicht zuerst die Situation? Dieser Offizier hat sich kürzlich mit einem unserer Chiss-Gesandten gestritten. Der Gesandte hat den Streit nicht überlebt. Die Chiss haben uns hier und anderswo im Krieg wichtige Geheiminformationen geliefert. Die Beziehungen zu belasten wäre nicht sehr vorteilhaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Leute vor unseren Verbündeten schwach dastehen. Ganz meine Meinung, mein Sith Lord. Wir haben eine Sicherheitsaufzeichnung gefälscht, die es so aussehen lässt, als ob balmoranische Rebellen den Gesandten angegriffen haben. Jemand ohne direkte Verbindung zu diesem Offizier muss in den Raum gehen, in dem der Mord geschehen ist, und die Aufzeichnung in die Sicherheitskameras einspeisen. Mit ein bisschen Glück können wir die Leute so gegen die Rebellen aufhetzen. Ein hervorragender Plan. Der Gesandte wurde im Hinterzimmer einer Kantine getötet. Ich gebe euch die Koordinaten. Sagt unserem Mann an der Tür einfach, dass ihr für Bredin arbeitet. Dann lässt er euch durch. Okay, klingt einfach. So, jetzt haben wir hier eine ganze Menge am Blinken. Wir konzentrieren uns jetzt mal eben kurz auf unsere Klassenquest. Da geht's dann. Da lang. Gut. Ich wollte nur einmal kurz gucken. Die lasse ich auch alle aktiv. Ah, guck. Müssen wir hier rum? Dann gehen wir da rum. Da wartet unser Ausbilder. Hat er was? Die Macht ist eine Waffe. Nö. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Sir, es tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir. Dann konzentriert euch, Jillens. Wegtreten. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant Malavai Quinn. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Darth Barras hält euch für einen fähigen Mann. Hoffentlich irrt er sich nicht. Ich werde sein Vertrauen nicht enttäuschen. Lord Barras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Meine Zeit ist begrenzt, Lieutenant. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Die Republik darf nicht toleriert werden. Ganz meine Meinung. Es ist mein Traum, unseren Feind besiegt zu sehen. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Barras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr meinen Schüler getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kars Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Ryron vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die die Jedi entsandt haben. Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Ryland tötest.
Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Rylon während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sabotiert hat. Dazu musst du in den Satellitenkontrollturm einbrechen. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Ich mache mit jedem kurzen Prozess. Diese Aufgabe hat höchste Priorität. Die Jedi-Ermittlerin könnte jederzeit auf die Beweise stoßen. Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren. Okidoki. Dann nehmen wir das mal in Angriff. Was haben wir hier? Na, wir gehen erstmal unserer Mission nach. Da müssen wir hin. Das machen wir auch jetzt mal. Warum laufe ich denn? Ich kann doch fahren. Ich habe noch nicht so viel getrunken. Ich kann auch fahren. So. Hoi. Mission nehmen wir noch mit. Konvois, die zur Droida-Militärfabrik unterwegs sind, benötigen bewaffnetes Geleit und derzeit ist gerade kein Personal dafür verfügbar. Wollt ihr damit sagen, euer gesamtes verfluchtes Imperium steht hinter uns und ihr könnt nicht mal eine... Oh, ich wollte nicht... Natürlich konzentriert sich die Macht des Imperiums gerade auf dringendere... Aktivitäten. Ja, Ruhm dem Imperium! Gebt mir keinen Grund, an eurer Loyalität zu zweifeln. Natürlich nicht! Ich bin untröstlich! Burkans Frustration ist verständlich, wenngleich fehlgeleitet. Die Droida-Militärfabrik benötigt frische Versorgungsgüter für ihre Kriegsaktivitäten. Die Versorgungsgüter werden von hier aus per Taurückenkonvoi geliefert. Die Widerstandstruppen, die für die Angriffe auf unsere Konvois verantwortlich sind, haben in den Höhlen in der Nähe ihr Lager bezogen. Aufklärungsteams haben die genaue Position dieses Lagers ausfindig machen können. In Anbetracht eurer vielfältigen Fähigkeiten könntet ihr diese Bedrohung ein für allemal vernichten. Ich freue mich darauf, dem Widerstand seine Vergehen heimzahlen zu können. Die Mission besteht aus zwei Primärzielen. Ziel 1 ist die Eliminierung der Widerstandstruppen und ihrer Verteidigungsstellungen. Ziel 2 ist die Wiederbeschaffung einiger Energieregulatoren, die von den Truppen eingesetzt werden, sowie die Zerstörung ihres Hauptgenerators. Der Widerstand wird für seine Verbrechen bezahlen und das Imperium wird sein Eigentum unversehrt zurückerhalten. Wir werden eure Rückkehr erwarten. Viel Glück. Ja, das... Ja, da haben wir jetzt noch eine Sidequest. Aber wir machen jetzt erstmal kurz die Klasse weiter. Und dann kümmern wir uns um die Sidequest. Oh, wir machen gleich ein Level up. Das hat schon gereicht für ein Level Up. Das ist doch schon mal ordentlich. Ach, guck mal. Wir fahren jetzt erstmal hier einfach durch und fahren mal dahin, wo wir hin müssen. Um das hier kümmere ich mich alles später. Da werde ich wieder eine separate Folge machen, wo wir nur die ganzen Sidequests einfach runterrotzen. Ja, was heißt runterrotzen? Klingt so, als ob ich dann so ein Wischiwaschi-Video mache. Nee, wir kümmern uns schon richtig darum. Aber da nehme ich mir dann die Zeit für, dass wir das Ganze in Ruhe machen.
Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Sieht so aus. Da ist ein Aufzug. So. Oh, noch mehr Aufträge. Noch mehr Aufträge. Die nehmen wir natürlich auch noch an. Versucht weiter, sie zu finden. Vielleicht weiß ich eine andere Möglichkeit. Mein Sith Lord, ich bin Major Tyros, Kommandant des 2. Bataillons. Wir haben eine Notsituation. Ich brauche eure Hilfe und eure Diskretion. Es geht um einen Rettungseinsatz, der sofort gestartet werden muss. Geht es um jemand Wichtiges? Es ist nicht nur eine Person. Wir haben den Kontakt zum gesamten ersten Zug der Besh-Kompanie verloren. Wir haben sie in die Okara-Droidenfabrik geschickt, um dort eine geheime elektronische Operation auszuführen. Vor 8 Stunden ist der Kontakt zu ihnen vollständig abgebrochen. Die Droiden haben sie wohl angegriffen. Wie hoch sind ihre Chancen so nah bei Okara? Ich werde ehrlich sein. Abgesehen von Gras sind die Soldaten die einzigen Lebewesen in einem Kilometer Umkreis von der Fabrik. So lautet das Protokoll der Droiden. Nichts darf überleben. Wenn ich also sage, dass ich euch brauche, um den ersten Zug zu finden, dann meine ich das auch so. Ich mache mich sofort zur Okara-Fabrik auf. Ihr befehlshabender Offizier ist Lieutenant Routon. Wenn die Droiden ihn erwischt haben, übernehmt ihr das Kommando und führt die Einheit zurück. Okidoki. Wird erledigt. Und jetzt haben wir hier... Dass hier alles im Handumdrehen in die Luft fliegen könnte. Heißt jetzt ehrlich Tüftler 66? Ja gut. Willkommen an der Front. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Tüftler 66. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des Imperialen Geheimdienstes. Und falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit, Tüftler. Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfer erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Die andere ist eine republikanische Com-Einheit, an der jemand herumgebastelt hat. Bitte nur anschauen, nicht berühren. Die zweite enthält ein 1/2 Kilo Sprengstoff, der in die Luft geht, sobald jemand den Knopf zum Sprechen drückt. Damit soll vermutlich der Widerstand ausgeschaltet werden. Ja, unser Plan besteht darin, einige dieser sabotierten Com-Einheiten hinter die Linien des Widerstands zu bringen und ihren Gefallenen unterzuschieben. Dann sollte der Widerstand bald kommen, die Einheiten einsammeln und ins Hauptquartier bringen. Die Explosionen werden sie zerreißen und Panik auslösen. Wir möchten, dass jemand wie ihr sich darum kümmert. Jemand, der nichts ausplaudert, falls er gefasst wird und allein operieren kann. Könnt ihr das tun? Der Widerstand wird bald überall dem Tod begegnen. Eure Ausbilder an der Akademie auf Korriban müssen von euch begeistert gewesen sein. Geht rüber zu unserem Techniker, einem Balmoraner, den wir angeworben haben. Die Leute hier nennen ihn Wunderkiste. Er gibt euch die Sprengsätze und zeigt euch, wie man sie sicher transportiert. Okidoki. Ist er hier Wunderkiste oder was? Ja, Wunderkiste. Was soll er mir das mal geben? Tüftler 66 hat mir die Details durchgegeben. Eure Com-Einheiten sind bereit. Oh, ich bin Wunderkiste. Zumindest nennt man mich so. Früher habe ich... Ach, ist ja auch egal. Ist ein ganz schöner Plan, den der Tüftler da hat. Was meint ihr? Ich mag ihn. Der Widerstand wird so noch im Nest ausgelöscht. Der Widerstand? Oder wer sonst die Com-Einheit aufhebt? Er nimmt an, dass nur Soldaten die Leichen des Widerstands einsammeln. Aber Zivilisten sammeln ständig Leichen ein. Flüchtlinge, Sympathisanten. Manchmal sieht man sogar Kinder dabei. Niemand, der sich an der Leiche eines Soldaten zu schaffen macht, ist unschuldig. Nein, aber es ist praktischer, Soldaten zu töten statt Zivilisten, richtig? Wir wollen Ziele von hohem Wert. Während ich die Bomben gebaut habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich noch leere Granatenhülsen habe. Eine Com-Einheit aktiviert jeder. Aber wenn wir eine Granate so präparieren, dass sie explodiert, wenn sie scharf gemacht wird, würde es nur die Soldaten erwischen. Was haltet ihr davon? Ist euch mal in den Sinn gekommen, dass der Plan vom Tüftler davon abhängt, dass ihr Befehle befolgt? Tut mir leid, ich wollte nur etwas Initiative zeigen.
Hier sind die vorbereiteten Com-Einheiten. Sie sind erst dann scharf, wenn Kanal 5 eingestellt wird. Platziert sie und geht einfach weg. Tüftler 66 wird die Kommunikationsfrequenzen des Widerstands abhören. Sprecht mit ihm, wenn ihr fertig seid. Okay, den haben wir. Der ist entdeckt. Und jetzt haben wir unseren ersten Transportpunkt. So, und wo geht's jetzt hier lang? Auslöscher. Jetzt müssen wir irgendwie da hinten rechts hin, wa? Das sieht doch schon richtig aus. Besiege die Droidenstreitkräfte. Boah, die sind ganz schön hoch, ey. Uns mal noch mal kurz und dann versuchen wir es mal. Okay, die sind machbar. Schwierigkeitsgrad. Ja. Nichts Besonderes bisher. Alles in einem guten Bereich. Jetzt brauchen wir noch drei. Da hinten haben wir drei. Sind das die Dinger, ne? Ja, 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 ja. Nein, das sind andere. Da ist einer. So, bleibt noch einer. Ah, komm. Werd wieder frei. Boah, ist das ätzend. Da geht doch. Keine Probleme bisher.
wuseln wir uns mal ein bisschen so hier drumherum. Kein Bock hier jeden Kampf mitzunehmen. So. Und auch kaputt. Oh. Doch, das Ding da hinten auch noch. Ah, fuck. Ich hatte gedacht, das bleibt mir erspart. Aber den hier brauchen wir dann doch noch. Na, wie läuft's? Ah, der Sauser. Wenn ich sterbe, höre ich als Geist. Und tot. So, damit haben wir die Bonusmission auch schon fertig. War immer noch nicht. Doch, am Terminal ab. Ja, das ist doch schon mal gut. Wir müssen jetzt hier noch ein Stück weiter. Wir müssen da oben rein. Ja. Hier müssen wir rein. Habt ihr mich vermisst? Okidoki. Ist das weitläufig hier? Ah, hält sich alles in Grenzen? Also wir nehmen jetzt hier drinnen alles mit, was hier rumläuft. Ich muss erstmal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Ich nehme immer gerne diese ganzen Bonussachen alle mit. Denn hier um mich rum? Muss man dann hier nur so wenige töten, ey? 10 Stück? Gibt's hier nicht mehr, oder was? Die hauen aber ganz gut schon rein, also muss ich echt sagen. Nehmen wir den mal da. So, die haben wir alle ruckzuck weg. Thank you.
alle tot. So. Ah, da unten. Aha. Ich werde eure Fortschritte verfolgen, mein Sith Lord. Wenn der Sprengsatz scharf ist, lasse ich ihn detonieren. Natürlich erst, sobald ihr in sicherer Entfernung seid. Aber zunächst habe ich noch Darth Barras für euch auf dem Holo. Ich ziehe mich derweil zurück und überlasse euch die Leitung. Schüler, wir müssen noch ein potenzielles Problem aus der Welt schaffen, bevor du meinem Spion Commander Rylan gegenübertreten kannst. Wir müssen in eine Festung der Republik eindringen, um einen niederen Fähnrich namens Dermat zu finden. Er ist Rylons Sohn und der Commander hat ihm seine wahre Identität anvertraut. Fähnrich Dermat muss endgültig zum Schweigen gebracht werden. Wie töricht von Rylan, seinem Sohn davon zu erzählen. Das ist der einzige Fleck auf seiner sonst so sauberen Weste. Ich weise Quinn an, dir die Details mitzuteilen. Mach schnell. Mein Sith Lord, Dermat wartet in der Zelle des republikanischen Krater-Außenpostens auf seine Befragung durch die mysteriöse Agentin, der ich auf Barras Geheiß nachspüren soll. Ich werde euch Bescheid geben, wenn es so aussieht, als würde die Agentin sich dorthin aufmachen. Ich nehme doch an, dass ihr Dermat erreichen möchtet, bevor sie es tut. Da geht ihr recht in der Annahme, Lieutenant. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Viel Glück bei eurer Aufgabe, mein Sith Lord. Falls ihr noch etwas braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Okidoki. Ah, da fährt mir jetzt der Aufzug wieder direkt vor der Nase weg. Oh. Ja, habt ihr es auch schon gehört? Star Wars Battlefront. Ende November soll es erscheinen. Ich freue mich riesig drauf. Star Wars Battlefront wird richtig geil. Das werde ich richtig, richtig suchten. Also, da gehe ich auch davon aus, dass ich bis dahin meine neue Internetleitung habe. Und dass ich dann richtig dick das Spiel auch streamen werde. Wahrscheinlich auch mit ein paar Leuten zusammen. Also da werden wir auf jeden Fall richtig Spaß haben. Ja, ihr könnt mir mal in die Comments reinschreiben, worauf ihr euch richtig freut. Und ja, wie ihr das Video findet. Ob ich so weitermachen soll. Oder ob ihr kleine Änderungsvorschläge habt. Und ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vergesst die Comments nicht. Und ich sag mal, bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.